Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Ja, wir haben in der letzten Folge zum Schluss noch ein paar Leichen abgeschlachtet. Ja, ich bin so schlau. Wachen abgeschlachtet und wenn wir zwischendurch mal eine Wache treffen, werden wir sie auch nochmal abschlachten. Du hast Glück, mein Freund, du bist nämlich keine Wache. Macht keinen Ärger. Der Kerker von Schloss Elend kann selbst... Ja, ist ja gut. Wiederhol dich nicht. Zwei Wachen haben wir schon mal auf dem Gewissen und das da könnte unsere dritte werden. Hallo, Wache von Einsamkeit. Wenn du Glück hast, werde ich gesehen. Ah. Erstmal klauen wir dein Gold und deine Stahlpfeile. Und dann ade, schnöde Welt. Und es hat niemand gesehen. Was? 1000 Kopfgeld? Oh Gott, ich muss laufen. Namen des Jahr. Keine Bewegung. Ich bleib cool. Ihr habt gewonnen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Schlaues Mädel. Jetzt nein, ich bin von... Ich bin... Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr ich wieder bin von gehen, der Diebesgilde. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Niemals! Nein. Fuck! Ihr habt Glück, dass ihr zu zweit seid. Fuck! Oh, das ist so bitter. Oh Gott. Das ist... Ich denke jedes Mal, dass das ein Drache ist, Alter. Das ist immer nur so ein Vogel. Wenn ich die Wache erwische, Alter, die bringe ich um 1000 Gold. Oh Gott. Na gut, ich habe 13.000. Gut. So krass war es wiederum auch nicht. Aber schauen wir mal. Ich meine, reingucken können wir ja, ne? Nein. Ihr könnt Trugbild. Nein. Heraufbeschwören? Das finde ich beeindruckend. Kann ich das? Oder redet er mit Leni? 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 Ach, da bist du ja. Wahrscheinlich hat sie vorher noch ein paar Wachen umgeknüppelt, bevor sie. Bevor ich verschwunden bin. Oh, ist das ärgerlich. 1000 Gold. Aha. Das war das ganze Gold, was ich für die Quest bekommen habe. Och Gott. Alles nur sonst. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Ich weiß nicht. Probieren wir es doch mal. Okay, diesmal hat mich keiner gesehen. Nehmen wir die Stahlpfeile mit und verschwinden. Uah, wenigstens habe ich Rache genommen. Leni. Ich werde euch brennen sehen. Ich werde ihn bestimmt nicht angreifen. Das kannst du selber ausbügeln, Leni. Ich habe damit nichts zu tun. So, Halle der Toten. Leni hat's mal wieder vermasselt, ey. Unglaublich. Naja, aber wir haben kein Kopfgeld bekommen, muss man schon sagen, ne? Habt ihr euch verlaufen? Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich habe Potemas Überreste. Hervorragend. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Ich hoffe, Falk hat deutlich gemacht, dass Einsamkeit euch großen Dank schuldet. Mord! Mord! Leni! Was hast du schon wieder getan? Es gibt hier einen Hintereingang, ne? Es gibt einen Ausgang hier oben. Mit Garantie. Ein Buch? Der Kuchen und der Diamant. Aha. Ich unterhielt mich gerade mit ein paar Rattenkollegen im Ratte und Topf, einem Club für Fremde in Altweil. Haben wir das nicht schon mal gelesen?
gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann... Danke, Hoffnung. Ich habe nur gerade ein paar Wachen abgeschlachtet, aber ne, ich bin ganz guter. Hast du recht. Hoffentlich kommen wir da jetzt gut aus der Stadt raus. Ich meine, sehr viele Wachen werden wohl nicht mehr überlebt, nicht überlebt haben. Ich glaube, Leni hat gerade die Wache umgebracht und deswegen haben wir 1000 Gold Kopfgeld bekommen. Okay, Leni, wir müssen jetzt hier rausspazieren. Als wäre nichts gewesen. Als würden diese Leichen nicht existieren um uns herum. Dann, und dann kommen wir gut raus. Ich hole meinen Bogen raus, aber vorher noch. Ich meine, es macht ja nichts, wenn wir ein paar Wachen abschlachten. Die können ohnehin nicht viel tun. Wenn hier irgendwo eine Wache rumsteht, dann wird sie sterben müssen. Hallo, mein Freund. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt durch diese Tür schreite, was ist das? Lüftungsschacht. Dann werden dahinter bestimmt ein paar Wachen sein, die nicht gerade amused sind, mich zu sehen. Und 1000 Gold? Da kann ich mich leider nicht rausreden. Ups, sorry, da habe ich mein Mikrofon geschlagen. Ich würde aber gerne weiter questen. Wir wollten in den Pelagiusflügel. Damn. Aber jetzt ist es zu spät. Wenn wir gleich verhaftet werden, gehe ich in den Knast und werde erstmal meine Sachen rausholen. Ah, 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 ah. Das habe ich gehört. Leni, mach keinen Scheiß. Ich werde euch. Na gut, töten wir ihn, Leni. Kein Problem. Oh, verzieht euch. Oh Gott, die versammeln sich hier. Ich treffe dich. So, das war der eine. Ah, ich habe schon 1000 Gold, Mann. Jetzt habe ich 2000 Gold oder was? Lautlosigkeit? Nein. Else? Nein. Heilung. Da, da, da. Leni kümmert sich schon drum. Sag mal. Scheiß Atronarch. Okay, trainieren wir Myrunes Klinge noch ein bisschen. Letzter Zeuge getötet. Wuhu. Ich bin ja einer, der freundliche NPCs ungern umbringt, weil die halt nützlich sein könnten, zum Beispiel für einen Quest oder irgendwas. Aber ganz ehrlich, diese Pisser sind nicht nützlich. Eigentlich muss ich zur Truhe, ne? Ja, komm, gehen wir zurück und holen mal die Truhe. Und unser Stuff, den wir geklaut haben, das ganze Gold. Wir haben ja Unmengen an Gold ergaunert durch unser Taschendiebstahl. Ich meine, es ist jetzt keine gute Idee, glaube ich, da einzubrechen. Wenn ich ehrlich bin. Wir werden von der Stadtwache gesucht und brechen ins Gefängnis ein. Das hört sich gut an. Findet ihr nicht? Die werden wir immer ordentlich wegrücken. So. Hallo Mädels, ich bin ganz lieb und nett. Nein. Leni, komm. Fuck. Okay, ich brauche einfach meinen Ebenerzbogen. Dann prügeln wir uns hier durch die Gegend. Ich meine, schlimm wird es ja nicht sein, wenn wir alle umbringen, oder? Ist auch mal ein bisschen funny. Einfach mal hier so ein bisschen durch die Gegend rennen und alles umbringen, was kommt. Es sind ja eh nur Wachen. Was sollen die schon tun? Wo ist jetzt der Knast? Ich weiß auch nicht, ob hier irgendjemand steht.
was ihr da macht. Ihr wagt es, die Armee zu entehren? Oh Gott, Lady, hilf mir. Kratz ab. Haha, letzter Zeuge. Wir bringen hier alles und jeden dumm, Alter. Das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck. Na, Leni, altes Haus. Naja. Gut, bringen wir den da oben auch nochmal um. Die ganze Verteidigung schön von Einsamkeit umbringen. Was gibt's Schöneres? Okay, du willst mir Runes Klinge spüren? Kein Problem. Wir haben bessere, weniger schlimm verwundet. Wo sind? Der Atronarch ist gegen mich! Schlampenatronarch. So, erstmal Heilung. Da explodiert nochmal. Da explodiert sogar noch der Atronarch. Ich glaub's nicht. Aber du bist nett zu mir, oder? Ja. Muss mal hoffen. So, wir nehmen aber Marunes Klinge. Und Lautlosigkeit. Denn wir werden jetzt ins Gefängnis einbrechen. Ich bin jetzt nicht genug Magiker. Schloss Elend. Ich glaube, da müssen wir rein, ne? Oh Gott! Okay, es werden jetzt ein paar Funny-Runden, Funny-Folgen, glaube ich, weil wir jetzt übelst ins Gemetzel gehen werden. Und da Leni sehr auffällig ist, werde ich Leni nicht mitnehmen. Das heißt, freut euch drauf. Was? Die Dämmerung geht vor. Ich halte hier Wache. Lass niemanden raus, Leni, ja? Ich sage euch. Ja, ist ja gut. Plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Hier unten war das, ne? Die Berichte Kerker. Sehen da auf geht's. Es kann lustig werden. Ich glaube aber nicht, dass so viele Wachen da unten sind. Weil tagsüber haben wir zwar viele im Hof gesehen, aber die müssten eigentlich alle schlafen. Und nur irgendwie zwei, drei müssten hier unten sein, die wir leicht hinterrücks ermorden können. Bestimmt. Da hinten ist schon mal eine. Hallo, liebe Wache. Oh Gott. Das hat ihn nicht umgebracht. Nicht instant auf jeden Fall. Wache von Einsamkeit. Okay. Trollschiedel. Ich glaube, unsere Sachen waren hier unten, ne? Hallo? Jemand zu Hause? Jemand Bock, ermordet zu werden? War hier... Ah. Gefangenentruhe? Ich brauche Beweismitteltruhe, ne? Wo ist die Truhe für Beweise? Hier jedenfalls nicht. Truhe mit Beweisen. So, Kerkerschlüssel. Alter, was haben wir alles geklaut? Krass. So. Somit hätten wir unsere geklauten Sachen wieder. Und nun müssen wir eigentlich nichts weiter tun, als hier rauszukommen. Und ob wir hier lebend rauskommen und ob wir hier noch ein paar Kaiserliche töten, erfahren wir in der nächsten Folge. Also Leute, bis morgen, haut rein, tschüss!